So, dann Trainingscamp für Kids Teil 2 läuft gerade. Wie zufrieden bist du? Ich bin sehr zufrieden. Also die Truppe ist einfach hoch motiviert. Das sind zum Teil auch Kinder dabei, die beim letzten Mal dabei waren. Und somit auch nicht alle neu. Und es macht viel Spaß. Also es ist super, läuft seit Montag, heute ist Mittwoch. Und ich hatte bis jetzt viel Spaß und ich hoffe, die Kinder hatten auch alle ihren Spaß. Ja, wichtig ist für Kinder, also jetzt hat erste Ferienwoche was gemacht, jetzt letzte Ferienwoche. Wie wichtig ist für Kids, aus deiner Erfahrung auch, dass sie ja, so viel Training bekommen? Ich denke, es ist extrem wichtig für Kinder in dem Alter. Die sind ja alle zwischen 12 und 16 Jahre alt, die Kinder, die jetzt bei uns im Camp sind. Und das ist natürlich eine sehr wichtige Phase, in der Training auf jeden Fall relevant ist für sie. Und das versuchen wir denen auch natürlich zu vermitteln, dass eine gewisse Trainingseinstellung und eine gewisse Hingabe zum Training und zu hartem und sauberem Training wichtig ist. Mario hat gestern auch eine Rede gehalten zu. Er hat ja im Camp als Star-Gast sozusagen die Alba-Spielerin Stefanie Grigoleit, wenn ich mich nicht irre, vorgestern war sie da und die hat den Kindern auch viel davon gegeben. Also es ist schon sehr wichtig, dass die Kinder verstehen, dass sie sehr diszipliniert sind, aber gleichzeitig ist natürlich in dem Alter genauso wichtig, dass sie Spaß haben und dass sie nicht aus dem Training rausgehen und jedes Mal nur müde und unzufrieden sind, sondern dass sie vor allem einfach Freude bei dem Trainingsprozess haben. Und das versuchen wir hier bei den Kindern so ein bisschen zu etablieren. Ja, was habt ihr heute gemacht im Training? Marius, Thema für die Woche sind Blöcke abseits des Balls, daraus eine Vorteil Situation für den offensiven Spieler, die offensive Spielerin zu kreieren, und das war heute auch wieder fester Bestandteil des Trainings. Und ich habe mich da einfach eingereiht. Also Blöcke abseits des Balls sind ja grundsätzlich wichtiger Bestandteil vom Basketball, auch vom modernen Basketball, um mögliche Schützen oder Schützinnen frei zu spielen. Und das war heute viel Thema. Backscreens oder Rescreens, dann verschiedene Reaktionen der Offensive auf die defensive Reaktion auf den Block. Und das haben die heute gemacht und es war auf jeden Fall anspruchsvoll. Und ich kenne das auch noch aus meiner Jugendzeit, definitiv kein einfaches Thema, aber die zeigen Fortschritte. Du hast auch hier mit der Jugend angefangen, auch bei BC Lions. Und wir haben jetzt gerade mit dir noch versucht nachzuzählen, wie viele Spieler noch von eurer Jugend von Lions noch aktiv sind. Ja, ich habe auch auch im Morbid angefangen, auch immer hier im Morbid gespielt und zuletzt dann in der Jugend hier in der U20 gespielt. Und von dem Team, mit dem wir damals dann Landesligameister spektakulär geworden sind, sind auch nicht mehr alle dabei, also nicht mehr alle spielen, aber immer noch 3, 4, 5 Jungs. Die Namen, die mir da einfallen, sind Younes Nihubi, mit dem ich damals gespielt habe, Max Zimmermann war damals Teil des Teams, Allergy Said, der immer noch ein bisschen spielt, auch in dem Team, in das ich jetzt gewechselt bin. Und Leon Lauritz, der jetzt zwar eine Verletzung hatte, aber auch wieder im Tor zu spielen. Also schon noch einige Jungs, die Basketball spielen. Und das ist immer schön zu sehen, wenn man sich dann trifft und auch natürlich über alte Zeiten sprechen kann. Weil das, was die Kinder hier unten im Camp erleben, das waren wir vor jetzt mittlerweile schon 10 Jahren. Deswegen, das ist schon ganz gut zu sehen. Was hat damals eure Mannschaft ausgemacht? In der U20, damals war es ganz witzig. Also wir hatten eine sehr wild zusammengemischte Mannschaft, also Teil der Mannschaft. Oder Teile der Mannschaft haben nicht nur dort in der Mannschaft gespielt, sondern ich zum Beispiel habe damals auch schon im Herrenbereich gespielt. Ich hatte meine vorletzte 20. Saison, als ich bei Lions gespielt habe, habe ich parallel dazu in der zweiten Regionalliga bei BG Zehlendorf eine spektakulär schlechte Saison gespielt und habe da mit einigen Freunden zusammen gespielt und der Rest des Teams war auch eben durchmischt. Also die haben U20 bei Lions gespielt, dann haben die noch U20 woanders gespielt oder Herren woanders gespielt. Und es war eine sehr bunte Truppe, die aber sich super verstanden hat. Und ich glaube, was uns ausgemacht hat, ist, dass viele von uns sich schon lange kannten. Also es sind viele der Jungs dabei gewesen, mit denen ich damals angefangen habe zu spielen, als ich 12, 13 war hier in Moabit. Und da hatten wir einfach eine sehr gute Teamchemie, haben uns wahnsinnig gut verstanden, haben viel Freude miteinander und haben auch mit der Freude Spiele gewonnen. Das war ganz, ganz angenehm. Ja, und dann seid auch Landesmeister geworden. Das war die U20-Saison, die erste U20-Saison, die ich gespielt habe. Da sind wir dann Berliner Landesmeister in der U20 geworden. Meinst du, was den Landesmeister angeht, das Jahr danach in der U20 bei Königs Wusterhausen, oder meinst du die? Seid ihr zweimal Meister geworden? Wir haben ein Jahr später mit Königs Wusterhausen in der Brandenburg U20 Oberliga gespielt und dann sind wir da Landesmeister geworden und danach auch noch ostdeutscher Meister, und dann haben wir noch norddeutsche gespielt, aber das war dann nicht mehr. Meisterhaftes mehr dabei. Ja. Aber da waren auch einige Lions dabei, ne? Da waren auch einige Jungs aus Moabit dabei, deswegen war das auch so eine witzige Geschichte, weil es hat sich so ein bisschen durchgezogen. Also wie gesagt, ich habe eigentlich
die letzten 3-4 Jahre meiner Jugend immer mit Jungs aus Moabit zusammengespielt, in dem einen oder in dem anderen Team und auch dann damals bei Königs Wusterhausen, was ja eben gar nicht in Berlin liegt, haben dann trotzdem einige der Jungs mitgespielt, mit denen ich hier in Moabit angefangen habe. Deswegen hatte ich da immer sehr viel Freude, das war einfach ganz schön zu sehen. Und jetzt versuchst du natürlich dem Kids einiges mitzugeben. Ja, genau. Also das ist das Ziel und immer die Motivation. Also explizit, was Kinder angeht, immer die Motivation, denen die Freude und die Liebe zum Spiel beizubringen. Und wie gesagt, in dem Alter sind natürlich Disziplin und auch Trainingswille relevant, aber vielmehr noch die Freude und einfach die Liebe zum Sport. Und das versuche ich den Kindern auf jeden Fall mitzugeben und zu vermitteln. Und ich hoffe, dass sie auch alle das mitnehmen können.